Hallo liebe Leute, wir sind hier im Meinl Distribution Showroom und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Ask the Artist. Heute zu Gast bei mir Flo König, Schlagzeuger von Crow. Flo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Und ich muss mich erstmal bedanken, das war eine wahre Flut an Fragen, die wir bekommen haben. Herzlichen Dank dafür und genau deswegen starten wir jetzt auch gleich mit der ersten Frage, Flo. Ein Florian und ein Torben wollen wissen, wie du überhaupt zu Crow gekommen bist. Also, da war ich, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe den Psycho Dino, den DJ von Crow, kennengelernt und wir haben Beats zusammengebaut. Und eines Tages habe ich dann einen Anruf in der Hochschule bekommen. Flo, was machst denn du das nächste Jahr? So. Und auf einmal war ich bei Crow und hatte einen ziemlich vollen Terminkalender mit lauter Festivals und Konzerten. Das wünscht genau. Sich so der ein oder andere, ne? Dass man Voll. So schnell dazukommt. Nicht schlecht. Torben stellt noch eine zweite, sehr interessante Frage. Welches Setup bevorzugst du für Rap und Pop? Also ich spiele eigentlich ein relativ kleines Setup. Ich habe total gern 20er Bassdrums. Jetzt auf Tour spiele ich gerade eine 22er Bassdrum, weil die einfach dann doch ein bisschen mehr Druck liefert. Mhm. Und wichtig finde ich es immer, verschiedene Snares zu haben, verschiedene Sounds, verschiedene differenzierte Sounds zu haben. Einen sehr hohen Sound und für diese Hip-Hop, knalligen Hip-Hop-Sounds und einen sehr tiefen Sound für so Backbeat-Sachen. Und sonst stehe ich total auf leise Becken. Aus der Byzanz Jazz und Extra Dry Serie habe ich da ganz viel. Und genau, das kommt der Hip-Hop-Ästhetik, finde ich, schon sehr nahe. Mhm. Genau. Viel Hi-Hat und Snare-Sounds und verschiedene differenzierte Sounds finde ich da wichtig für Hip-Hop-Sachen. So. Genau. Könnt ihr auch gerne mal auf meinesymbols.de und tama.de das Artist-Profil von Flo checken. Da stehen dann eigentlich alle genau Sachen Typen. Genau drauf, was er denn so spielt. Der Jonas, der möchte wissen, wie alt warst du, als du mit Schlagzeugspielen begonnen hast? 10 war ich, ja. Tatsächlich wollte ich schon mit 7 oder mit 8, habe ich schon meine Eltern irgendwie genervt und gesagt, ich will unbedingt Schlagzeug lernen, aber dann ist es erst die Blockflöte geworden, tatsächlich. Oh. Aber das ist super, weil da habe ich dann das Notenlesen gelernt, so ein bisschen, also so in den Grundzügen. Und mit 10 habe ich dann meine Trommeln bekommen. Ja. Und vorher auch schon ein bisschen so auf Töpfen? Voll, und, auf allem, was allem, halt was so rumstand, wurde, da wurde überhaupt drauf getrommelt. Der Klassiker, sehr schön. die sogenannte Beatbude stellt auch eine interessante Frage. Ja. Hast du schon mal eine eigene Platte veröffentlicht? Habe ich tatsächlich, und zwar auf einem Label, das heißt die Beatbude. Ah. Nee, genau, das ist noch ein ganz kleines Label aus Berlin, mit dem ich eine eigene Jazzplatte rausgebracht habe. Mhm. Trotz allem geht es da immer auch um Einflüsse von elektronischer Musik, also die Ästhetik von programmierten Beats, also sehr konstantes, loop-basiertes Spielen. Die Platte heißt The Challenge und ist von der Band Yeah, genau. Kann man sich käuflich erwerben, gibt es auf Bandcamp so zum Runterladen, kann man aber auch richtig auf Vinyl und auf CD kaufen. Ja. Ich glaube auf beatbude.de gibt es auch noch mehr. Beatbude.com. .com. Genau, da gibt es alle Infos. Also gut. Die Nina möchte gerne wissen, was ist dein Lieblingslied, wenn du selbst am Set hockst und wahrscheinlich auch live von spielst? Von Crow jetzt wahrscheinlich? Mhm. Genau. Also ich mag total gerne den Song Einfach so. Warum? Weil der sehr hip-hopig ist, so vom Beat. Und der ein paar schöne Cuts hat, die man sehr schön auch optisch trommeln kann. Das finde ich ziemlich cool. Okay. Das ist eigentlich, glaube ich, so zum Trommeln mein Lieblingssong. Ja. Gut. Carlos möchte gerne wissen, wie fühlt es sich an für dich, wenn ein Song von euch im Radio gespielt wird? Oder von Crow in dem Fall? Das ist total irre. Also letztendlich ist es jetzt so, bei den Studiosachen habe ich noch nicht mitgetrommelt, aber es gab jetzt immer mal wieder viele Live-Mitschnitte von SWR3 New Pop Festivals und solchen Sachen. Und das fühlt sich schon echt irre an, wenn man dann so das Radio anmacht und da gerade ein Song läuft und man denkt, ah, krass, das habe ich getrommelt. Das ist schon echt ein schönes Gefühl.
So muss das sein. Spaß. Ja. Lena möchte gerne wissen, ist es sehr stressig, wenn du mit Carlo auf Tour bist? Carlo in dem Fall, der Panda. Nee, gar nicht. Also das Schöne ist, dass das alles sehr freundschaftlich bei uns ist. Also wir sind eigentlich alles Kumpels, die ganze Crew ist so eine Gang und das macht schon Spaß. Also da gibt es eigentlich nie Stress. Na klar, man kann sich schon nochmal auf die Nerven gehen, aber dann hat man immer genug Ausweichmöglichkeiten. Okay. Jeder ist sein Raum. Ist cool. Die Zusatzfrage wäre dann gewesen, wie lenkt ihr euch von dem Stress ab? Aber ich denke, da muss es ja gar nicht viel Ablenkung geben dann. Also wenn es mal Stress gibt, dann ich lese ganz gerne was. Oder höre Hörbücher auch mal in der Choreo. Ja. Okay, Vorhang zu. Vorhang zu und dann passt das. Man raus. Ja. Karim greift auch nochmal die erste Frage auf. Wie hat Carlo dich gefunden? Und wie ist das Leben in der WG mit Psycho? Das ist schon cool. Also es kann natürlich auch mal anstrengend sein, wenn man gerade von einer fünfwöchigen Tour irgendwie nach Hause kommt und dann schon wieder mit denselben Leuten dann auch noch privat abhängt. Mhm. Aber eigentlich kriegen wir das ganz gut hin. Also wir sind beide viel auch unterwegs, so dann trifft man sich meistens abends irgendwie noch, um was zu essen oder Beats anzuhören oder so. Das ist dann eigentlich locker. Aber ja, würde ich glaube ich mit nichts anderem tauschen wollen. Das ist schon echt schön so. Cool. Ja, jetzt geht's noch ein bisschen ab vom Trommler-Alltag, sage ich jetzt einfach mal, aber hat damit natürlich zu tun. Ein Marius möchte gerne wissen, das überlasse ich jetzt natürlich auch dir, siehst du ohne Brille wirklich aus wie ein Armani-Model? Oh, die Armani-Model-Frage. Oh Mann, da bin ich ja in was reingeraten. Wie kam es dazu? Ich weiß tatsächlich nicht, wie ein Armani-Model aussieht, so richtig. Okay. Also ob ich das dem Klischee entspreche. Ist wohl dazu gekommen, der Labelchef von Chimperator, von Crow's Label, hat irgendwann mal gesagt, als wir so als Band dann uns zusammengefunden haben, so, ja, perfekt, Brille ab, Armani-Model, das war so der Spruch. Okay. Und seitdem habe ich dieses Armani-Model-Image irgendwie und kriege da immer meine Anfragen. Und seitdem hast du eine Brille auf, oder? Nee, die hatte ich tatsächlich schon davor. Okay. Genau. Ja, also ich kann ja mal kurz... Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so. Ich warte ja natürlich immer noch sehnsüchtig auf die Armani-Anfrage. Irgendwann mal noch vielleicht. Aber dann hättest du keine Zeit mehr für Drohnen. Stimmt. Erst irgendwie vielleicht übernächstes Jahr oder so, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Ja, gib noch ein paar Jahre dazu. 3-4 Jahre. Ja. Dann mache ich eine kleine Armani-Model-Karriere vielleicht. Hoffentlich. Also, aber man kann die Frage von Marius definitiv mit Ja beantworten. Oh. Ja. Die Melina knüpft da quasi dran an und möchte wissen, ob du Single bist. Ja, tatsächlich. Das wäre, glaube ich, gerade zeitlich schwierig. Ja, anders. Ja. Das kommt auch noch dazu. Ja. Und dann habe ich noch eine letzte Frage, fand ich auch sehr interessant und interessiert mich selber auch. Wurde, glaube ich, auch sehr oft mit Gefällt mir geklickt. André möchte wissen, hast du eine elektrische Zahnbürste und wenn ja, warum? Nee, hab ich nicht. Gut. Finde ich aus umwelttechnischer Sicht schwierig. Das muss ja nicht sein. Eine elektrische Zahnbürste funktioniert auch so ganz gut. Ja. Ja. Aber eine herkömmliche hast du. Herkömmliche habe ich. Ja. Kannst du da irgend noch eine Empfehlung aussprechen? Oder? Ich habe da so eine mit so gekreuzten Borsten, ja, dass sie auch die Zwischenräume ganz gut reinigt. Mit einem kurzen Kopf oder mit einem normalen Kopf? Also Mittel. Mittel. Ich finde ja Mitte immer ganz gut. Mitte. Mittel. Okay. Damit kann man auch ganz gut Becken polieren, wenn es mal hart auf hart kommt. Okay, kann man machen, ja. Ist mal ein bisschen beschäftigt, aber... Ja. Gut. Lieber Flo, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Danke das dir. Interview. Das war eine schöne Auswahl an Fragen, auch von eurer Seite. Auch nochmal da einen Dank dazu. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Ask the Artist. Flo, König und ich, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.